bin total gelassen. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ja, es ist ein Endspiel und es ist auch schön, wenn man an einem Endspiel teilnehmen kann. Das wäre vielleicht vor Wochen oder Monaten gar nicht denkbar gewesen. Ja, sicherlich ist eine Anspannung. Es ist ja auch wichtig, dass man vor so einem wichtigen Spiel eine Anspannung hat in der Mannschaft. Aber es ist nicht so, dass die Mannschaft übernervös ist, sondern sie sind sehr, sehr konzentriert und haben auch jetzt diese Woche wieder sehr gut mitgearbeitet. Und ist schon noch der Schuss Lockerheit, ist es aber auch in der Mannschaft drin und die Zuversicht, gar keine Frage. Jeder möchte da spielen. Wir haben also diese Saison in der Champions League gespielt. Wir hatten hier schöne Momente, wir hatten auch traurigen Moment. Aber es war und es ist halt für jeden dann einfach was Besonderes, was Schönes, dabei zu sein. Und natürlich ist es in unserem Anspruch, dass wir halt auch in der Königsklasse weiter vertreten sein möchten. Druck kann bei uns keine oder dominante Rolle spielen. Ja, wir haben eine Mannschaft auf dem Platz, wo alles Nationalspieler sind. Die wollen in Weltmeisterschaften, Europameisterschaften spielen, in wichtigen Spielen. Und da wird immer Druck da sein. Und deshalb muss die Mannschaft da damit umgehen. Wir haben sicherlich viel, viel mehr Erfahrung. Nichtsdestotrotz hat Freiburg eine ganz, ganz tolle Saison bisher gespielt. Aber glauben Sie mir auch, die haben viel zu verlieren. Wenn sie jetzt schon mal dahin schnuppern, so oft hat Freiburg vielleicht nicht die Möglichkeit, diesen Platz zu erringen. Und deshalb werden die mit dem Druck genauso umgehen müssen, wie wir auch. Das ist in der Tat jetzt ein Endspiel. Und ich glaube, da hat auch jeder Einzelne bei uns im Kader, ist sich dem bewusst, dass nach diesem Spiel nichts mehr zu korrigieren ist.